So, ich bin jetzt zurück in Cinema 4D. Wie gesagt, ich hätte gerne eine Maske berechnet für den Hintergrund, also für alles, was nicht gebaut ist, um dann in Photoshop besonders einfach einen Hintergrund einfügen zu können. Theoretisch könnten Sie das auch alles in Cinema erledigen. Der Aufwand ist aber für ein Still, also für ein Einzelbild, höher, als wenn Sie das in Photoshop direkt erledigen. Das Angebot von Cinema 4D, diese Maske zu berechnen, ist ausgesprochen komfortabel und lässt sich auch leicht benutzen. Öffnen Sie die Rendervoreinstellungen, Steuerung oder Befehl B. Und jetzt ein kleiner Umweg. Sie müssen Speichern aktivieren, also automatisches Speichern, was Sie eigentlich nicht brauchen. Aber Sie können jetzt hier an dieser Stelle den Alpha-Kanal aktivieren, also die Berechnung des Alpha-Kanals, die merkwürdigerweise nicht bei den Multipasses angelegt ist. Und können jetzt ruhig wieder den Speichern-Befehl deaktivieren, weil wir das tatsächlich nicht benötigen. Das ist vor allen Dingen sinnvoll bei Animationen, wo sehr viele Bilder gerendert werden und auch deswegen automatisch gesichert werden müssen. Aber Sie haben jetzt die Information, dass ein Alpha-Kanal gespeichert werden soll, Cinema mitgeteilt. So, ich schließe die Rendervoreinstellungen und lasse mit Shift-R im Bildmanager rendern. Schaue mir das Ganze unter den Ebenen wieder an und siehe da, es wird ein Alpha-Kanal berechnet. Der ist im Moment auch angeklickt und Sie sehen, wie Cinema 4D ganz brav da diese Maske berechnet. Diese Art und Weise, dass man nachträglich Dinge rendert, die man auch noch braucht in Photoshop, ist vollkommen korrekt. Sie können das am Anfang vielleicht nicht überblicken, was Sie machen wollen, oder Sie kommen in Photoshop auf neue Ideen und müssen dann Cinema veranlassen, Ihnen noch mehr zu liefern, in diesem Fall zum Beispiel diese Hintergrundmaske. Das heißt, wir rendern einfach das Bild noch einmal, speichern es dann allerdings unter einem neuen Namen. Nicht unter dem gleichen, logischerweise. Und es hätte jetzt auch keinen Vorteil gebracht, wenn ich die anderen Kanäle deaktiviert hätte, weil tatsächlich die Berechnung eigentlich immer gleich schnell läuft. So, ich habe jetzt meinen Alpha-Kanal fertig, beziehungsweise das Multipass-Bild mit Alpha-Kanal. Ich speichere das jetzt also, wie gesagt, unter einem neuen Namen. Die Voreinstellungen sind die gleichen wie eben. Wichtig ist an dieser Stelle, dass Alpha-Kanal tatsächlich aktiviert ist. Okay, dann geht es gleich wieder zu Photoshop.